Ja, also mir war das letzte Mal unklar, was jetzt bei der Rechnung herauskommt, die Geschwindigkeit des Stromes. Die Geschwindigkeit der Ladungsträger. Der Ladungsträger, ja. Genau, also wenn zum Beispiel der gleiche Strom fließen würde, aber ich hätte keine Elektronen da drinnen, sondern zum Beispiel Ionen, die mehr als nur eine Elementarladung tragen, dann würde diese Geschwindigkeit nicht stimmen, weil dann wäre es quasi beim gleichen Strom und bei der gleichen Teilchenanzahl halb so schnell. Aber wir haben gesagt, in dem Leiter sind es Elektronen und mit der Elementarladung und der Dichte von diesen Ladungen können wir uns die durchschnittliche Driftgeschwindigkeit von diesen Teilchen ausrechnen. Das ist ja auch ein bisschen die wackeln ja mit annähernd Lichtgeschwindigkeit hin und her, aber es gibt dann da drüber geordnet noch diese Driftgeschwindigkeit, wo sich die Elektronen eben langsam bewegen. Die zweite Frage noch, wie kann ich mir das vorstellen, wenn ein Elektron durch einen Leiter geht, zum Beispiel Kupfer, ist das so wie Wasser, dass dann so Teilchen angeschubst werden oder ist ein einzelnes Elektron, das es durchzischt? Die schubsen sich sozusagen gegenseitig an, also auch das ist nur ein abstraktes Bild, aber ein Bild, das sich sehr, sehr gut eignet, um all die Sachen zu beschreiben, die wir beobachten können. Darum interessieren wir uns auch jetzt gar nicht im Rahmen dieses Kurses dafür, wie es dann noch eine Ebene drunter ausschaut, sondern wir sagen quasi so, da ist das Röhrchen, da sind viele Elektronen drin und wenn auf der einen Seite eins rein will, muss jedes einen Platz weiter rücken und am anderen Ende fällt dann wieder ein anderes Elektron raus. Und darum ist auch dieses Ergebnis, das wir gehabt haben, so wichtig. Wir haben uns ja ausgerechnet, dass diese Elektronen sehr, sehr langsam unterwegs sind. Also in dem Beispiel, das wir letzte Woche gerechnet haben, waren sie im Bereich von Mikrometer pro Sekunde. Das Signal aber, das breitet sich mit annähernd Lichtgeschwindigkeit aus. Das heißt, ich stecke ein Elektron rein und annähernd Lichtgeschwindigkeit ist diese Welle, wo ein Elektron dem nächsten auf die Schultern klopft und sagt, mach mal Platz. Und am anderen Ende fällt dann ein anderes Elektron raus. Jedes Elektron hat sich nur ganz wenig bewegt, aber das Signal, da wollen jetzt Elektronen in die Richtung, das breitet sich sehr schnell aus. Danke für die Frage. Gut, sonst noch Fragen zum letzten Mal? Gut, dann gehen wir einfach mal grob durch, was wir gemacht haben. Wir haben über den Elektronikbaukasten geredet, ich glaube, das werde ich jetzt nicht wiederholen. Was für Sachen man sich vielleicht anschaffen kann und dass man im MetaLab auch Teile bekommt, damit man nicht wegen jedem Unsinn irgendwo zum Konrad oder sonst wohin fahren muss oder bestellen muss und dann zwei Wochen warten, bis das Packerl da ist. Dann haben wir uns angeschaut, wie wir diese elektrischen Phänomene und den Umgang damit ein bisschen unterteilen können. Wir haben gesagt, da gibt es die Elektrizität, das physikalische Phänomen und damit haben wir uns ein bisschen beschäftigt. Dann haben wir gesagt, die technischen Anwendungen davon nennen wir Elektrotechnik und Elektrotechnik kann man sicherlich auf viele Arten untergliedern, aber ich habe dann die Untergliederung gewählt, dass wir gesagt haben, es gibt die Energietechnik und bei der Energietechnik interessiert uns primär die Eigenschaft der Elektrizität als Energieträger. Wir haben irgendwo auf der einen Seite, weiß ich nicht, Wasserkraft und wir wollen auf der anderen Seite irgendwie, weiß ich nicht, was kochen und wir müssten Energie von der Wasserkraft zur Küche bringen und eine Möglichkeit ist, dass wir das in elektrische Energie umformen, weil die kann ich eben über ein Kabel relativ schön irgendwo hinbringen. Aber mit dieser Möglichkeit des Umgangs, des technischen Umgangs mit der Elektrizität beschäftigen wir uns in unserem Kurs nur sehr peripher. Man kann es nicht ganz trennen, aber für uns ist das eher so was Parasitäres, was Ungewolltes, da werden Bauteile heiß und so, weil da immer Energie involviert ist. Und wir beschäftigen uns primär mit der Elektrizität als Informationsträger. Und wir wollen halt nicht Energie von A nach B bringen, sondern die Information von A nach B, dass irgendwas passieren soll. Und das nennen wir dann Elektronik. Und darum ist das eben der MetaLab Elektronikkurs und nicht der MetaLab Elektrotechnikkurs, was recht angenehm ist, weil wir uns relativ schnell zu irgendwelchen blinkenden Sachen hinbewegen können und uns nicht allzu lange damit abquälen müssen, womit man sich im E-Technikstudium so in den ersten paar Semestern abquält, ohne jemals was Blinkendes zu sehen. Gut, dann haben wir uns die elektrische Ladung angesehen. Wir haben gesagt, da gibt es diese Elektrizität und Sachen können positiv und negativ geladen sein.
Also das gibt positive und negative Ladungen, und wenn man das dann auf die elementare Ebene herunterbricht, dann sind die Elektronen negativ geladen und die Protonen positiv geladen. Und weil in einem Atom normalerweise gleich viele Elektronen und Protonen sind, hebt sich dieser Effekt auf. Also da sind zwar Ladungen vorhanden, aber wenn ich das zusammenzähle, dann gibt es in Summe Null, und darum ist ein normales Atom von Haus aus mal elektrisch ungeladen. Aber wenn ich jetzt diesem Atom zum Beispiel ein Elektron wegnehme, dann hat es ein Proton mehr als Elektronen, und dann ist die Gesamtladung positiv, weil die Protonen ja positiv geladen sind. Oder ich drücke dem Atom ein weiteres Elektron aufs Auge, dann ist es in Summe negativ geladen, weil es jetzt eben ein Elektron mehr hat. Wichtig ist bei diesen ganzen Prozessen, dass nie Ladungen entstehen. Also soweit wir das beobachten können, ist es nicht möglich, Ladungen zu erzeugen. Es ist nur möglich, diese vorhandenen Ladungen zu trennen. Also wenn ich irgendwas habe und das ist ungeladen und ich möchte, dass das positiv geladen ist, dann muss ich dieses dort mindestens ein Elektron wegnehmen. Dann ist dieses Ding nachher positiv geladen, aber ich habe eben auch mein Elektron, das ist negativ geladen. Und das muss ich halt irgendwo hin, das kann ich nicht vernichten. Das heißt, so wie ich was mache, was positiv geladen ist, entsteht automatisch etwas anderes, was negativ geladen ist. Ich glaube, in dem Block haben wir dann auch dieses Experiment mit den Luftballonen gemacht. Wir haben Luftballonen genommen und deren Pullovern und Haaren gerieben und dann eben beobachtet, dass sich zwei solche an Haaren geriebenen Luftballone gegenseitig abstoßen, und dass sich die Haare, an denen wir die Luftballone gerieben haben, und die Luftballone, dass diese gegenseitig anziehen. Und diese Kraft, die macht, dass sich die Luftballone abstoßen und Haare und Luftballone dann anziehen, das ist die Coulomb-Kraft. Und das kennt man vielleicht schon mal, dass sich eben dass sich ungleich geladene Dinge anziehen und gleich geladene Dinge abstoßen. Nachdem ich mit den Luftballonen das Gleiche gemacht habe, haben sie nachher die gleiche Ladung oder zumindest Ladung mit dem gleichen Vorzeichen. Das bewirkt, dass sie sich abstoßen. Weil ich die an den Haaren gerieben habe, um die zu elektrisieren, müssen sich auch die Haare geladen haben. Und wenn ich dann die Haare und die Luftballone in unmittelbare Nähe zueinander bringe, dann ziehen die sich gegenseitig an. Und das ist eben eine richtige mechanische Kraft, die wir beobachten können. Und ihr erinnert euch, ich habe dann dieses Instrument mitgehabt, das ich gebaut habe, mit dem man dann auch die Nähe von einem derartigen geladenen Luftballon hat messen können. Wenn man dann einen Luftballon hingegeben hat, ist die Nadel ausgeschlagen. Also das war dann sozusagen der Versuch eines, ein Beweis ist es noch nicht, aber eine Andeutung dahingegen, dass es sich da um eine elektrische Größe handelt, weil ich das eben mit meinem elektrisch aussehenden Gerät messen kann. Natürlich kann ich alle möglichen Sachen, die keine elektrische Größe sind, auch dann elektrisch messen, aber ich fand das halt ganz witzig, das so zu machen. Und dann haben wir uns überlegt, was passiert mit so Elektronen, wenn die sich frei bewegen können. Wir haben uns Leiter angeschaut und wir haben gesagt, okay, ungleich geladene Dinge ziehen sich an, und wenn ich jetzt da eine positive Ladung habe und eine negative Ladung und dann mache ich dazwischen ein Kabel, weil die sich anziehen, bewegen sich dann die Elektronen durch dieses Kabel und am Schluss ist dieses System wieder ausgeglichen, weil dann die Elektronen halt dorthin kommen, wo die positive Ladung ist, und wenn die dann aufeinandertreffen, dann löschen die sich zwar nicht in dem Sinne aus, dass es irgendwas vernichtet wird, aber zumindest sind da wieder gleich viele positive wie negative Ladungen an einem Platz, und das bewirkt, dass ich von außen keinen Effekt der Ladung mehr beobachten kann, weil die sich eben gegenseitig neutralisieren. Und wir haben diese bewegte Ladung, die haben wir Strom genannt. Wir haben gesagt, wenn immer sich Ladungen bewegen, dann ist das ein elektrischer Strom. Und ich glaube, jetzt ist ein guter Augenblick, damit anzufangen, dass wir die ganzen Einheiten wiederholen, die wir uns angeschaut haben. Wir haben die Ladung selber gehabt. Da gab es ein Formelzeichen. Wer weiß das Formelzeichen? Ja. Und die Einheit von Q, also wir haben gesagt, bei so eckigen Klammern, das ist ein Operator, der heißt Einheit von, und wir haben jetzt hier Einheit von Q, die Einheit von Q, die ist Coulomb, genau. Abgekürzt C. So. Schauen wir da vielleicht, steht doch sicher da irgendwo. Groß C oder Klein C? Groß C. Aha, da haben wir es.
Und das kann ich am Flipchart nicht so machen, aber wenn man es druckt und man macht es gescheit, dann sind Formelzeichen immer schräg gestellt, also das ist ein schräg gestelltes Q, weil es ein Formelzeichen ist, und das ist ein aufrecht gesetztes C, weil es ein Einheitenzeichen ist. Und die Einheitenzeichen setzt man halt aufrecht, damit man das nicht verwechselt. Es gibt viele Fälle, wo man irgendwie dann Sachen hat, wo zweimal zum Beispiel ein C steht, und wenn es als Einheitenzeichen verwendet wird, dann ist es eben das Coulomb, und wenn es als Formelzeichen verwendet wird, ist es die Kapazität, zu der wir noch kommen werden, die kennen wir noch nicht, und dann ist es wichtig, das so zu drucken. Ich versuche, dass ich am Flipchart möglichst eindeutig bin, was damit gemeint ist. Gut, und dann haben wir uns angeschaut eben auch die Ladung von so einem Elektron und haben festgestellt, in Coulomb gemessen ist die Ladung von einem Elektron sehr, sehr klein. Man kann aber auch sagen, dass ein Coulomb schon relativ viel Ladung ist. Also bei diesen elektrostatischen Experimenten wie Haare an Luftballon anreiben, da wird man nie das hinkriegen, dass man ein Coulomb an Ladungen trennt. Das ist schon unglaublich viel. Ja, und dann haben wir diese bewegte Ladung. Jetzt kann ich das Ratespiel nicht machen, aber jetzt steht es unangenehmerweise da. Die bewegte Ladung, die nennen wir Strom. Oder elektrischer Strom, man müsste eigentlich sagen auch elektrische Ladung. Aber nachdem wir im Elektronikkurs sind, lasse ich das dann meistens weg. Das weiß irgendwie eh jeder, dass ich damit nicht die Donau meine, sondern den elektrischen Strom. Und das Formelzeichen für den Strom ist I. Das war jetzt der Versuch, das schräg zu machen, aber es schaut irgendwie grausig aus. Und die Einheit vom Strom ist eben 1 Ampere. Und 1 Ampere, das ist nichts anderes als 1 Coulomb pro Sekunde. Also wenn ich jetzt dieses Bild verwende von Flüssigkeiten, die sich in Rohren bewegen, und ich sage, die Ladungen, die sich bewegen, das entspricht dann dieser Flüssigkeit, dann könnte ich irgendwie die Strömungsmenge in diesem Flüssigkeitsrohrsystem beschreiben in Liter pro Sekunde, die sich da bewegen. Und beim elektrischen Strom, das, was sich bewegt, ist halt die Ladung in Coulomb, und dann sage ich halt, so viel Coulomb pro Sekunde bewegen sich da durch den Leiterquerschnitt. Also das ist eigentlich eine sehr naheliegende Einheit für den elektrischen Strom. Man schreibt halt nicht immer Coulomb pro Sekunde, obwohl es vielleicht dann einfacher wäre, oder zumindest leichter zu verstehen. Aber man braucht das halt so oft, dass es in der Praxis einfacher ist zu sagen, wir haben dafür eine eigene Einheit, das ist halt das Ampere. Und es ist auch so, dass wir nach diesen einführenden Blöcken und eigentlich so gut wie nie wieder, bei den Kondensatoren dann ein bisschen, aber so gut wie nie wieder mit den Ladungen an sich beschäftigen, sondern dann werden wir dazu übergehen, dass wir den Strom immer anschauen, weil der halt elektrisch öfter vorkommt als sinnvolle Größe, als eine stationäre Ladung. Gut, das waren die Einheiten, die wir, glaube ich, bis jetzt kennengelernt haben, mehr war es nicht. Und dann haben wir noch dieses Experiment gemacht. Wir haben einen Elektromotor genommen und haben da eine Batterie angeschlossen und haben dann Strom gemessen, der durch den Elektromotor durchfließt. Und haben dann zum Beispiel auch beobachtet, wenn ich jetzt Druck ausübe auf diesen drehenden Teil vom Motor, sodass der mehr Arbeit verrichten muss, sodass das anstrengend ist für den, dann fließt doch ein größerer Strom. Also das macht doch irgendwie Sinn, dass wenn quasi die Elektrizität in dem Fall zum Energietransport da ist und das Ding muss irgendwie mehr tun, dann braucht es halt mehr Strom, damit es diese Sachen tun kann. Also so gesehen nicht ganz unerwartet. Und dann haben wir uns ausgerechnet, wie schnell in diesem Experiment eigentlich die Elektronen in diesem Kupferleiter unterwegs sind. Und da haben wir dann eben diese Formel aufgestellt, oder eigentlich habe ich sie aus dem Hut gezaubert, und dann haben wir uns überlegt, ob die plausibel ist, indem wir uns jede dieser Größen überlegt haben, okay, ich habe den Strom auf einer Seite, und was ist jetzt, wenn ich hier eine Größe verdoppel oder halbier, während ich die anderen gleich lasse, wird sich dann der Strom dadurch verdoppeln oder halbieren, und dann kommt man drauf, ja, also unter der Annahme, dass die Größen, die hier stehen, alle Größen sind, die ich brauche, muss das die Formel sein. Und dann haben wir uns eben ausgerechnet, ich habe vergessen, was es war, 11 Mikrometer pro Sekunde, irgendwie sowas, wie schnell sich diese Elektronen bewegen in dem Leiter, also eben nicht besonders schnell. Wichtig aber eben die Driftgeschwindigkeit, das heißt, dass die Elektronen, die zittern viel, viel schneller hin und her, aber wenn ich das von Weitem anschaue, dann sehe ich halt dieses kleine Hin- und Her-Zittern nicht, sondern ich sehe halt nur, dass es im Großen und Ganzen sich in eine Richtung bewegt. Da
hält sogar noch das Modell von einem Fluid in einem Rohrsystem, weil auch da, wenn man auf die atomare Ebene hineinzoomt, wird man feststellen, die wackeln alle ganz, ganz schnell und her und die Teilchen stoßen schnell voneinander ab. Aber wenn ich mir das makroskopisch anschaue, als irgendwie das Wasser bewegt sich, dann würde ich irgendwie nicht sagen, naja, die fliegen damit annähernd Lichtgeschwindigkeit hin und her, diese Teilchen, wie schnell die auch immer sind, das weiß ich nicht, sondern man würde sagen, naja, das fließt halt gemäßlich mit so und so viel Liter pro Sekunde da durch und hat dann vielleicht eine Geschwindigkeit von einem Meter pro Sekunde und man vernachlässigt das, dass die Teilchen alle so leicht hin und her zittern. Gut, das war der kurze Abriss zum letzten Mal, was wir bis jetzt gemacht haben. Gibt es dazu Fragen? Jetzt wäre ein guter Augenblick. Gut, na, dann machen wir weiter. Möchtest du einen neuen Track beginnen?